Guten Tag, liebe Leute, und willkommen zurück zu Story of Seasons, Pioneers of Olivetown. Und ihr seht schon, wir sind eigentlich gar nicht mehr in dem Spiel. Ich bin jetzt Sakuna of Rise and Ruin. Dabei kann ich hier gar kein Reis anbauen, habe ich das Gefühl, oder? Geht das? Vielleicht kann man doch hier Reis anbauen. Vielleicht habe ich das einfach noch nicht gesehen. Jetzt reden wir erstmal mit Angela, ne? Hey, Toffi, ich höre, du schlägst dich auf dem Hof richtig gut mit deinem neuen Outfit. Du siehst viel kräftiger aus als damals. Ja, ich bin jetzt auch Sakuna. Auf Rise and Rue. Als ich dich getroffen habe. Das kommt wohl von der harten Feldarbeit jeden Tag. Da du so gerne Pflanzen aufziehst, dachte ich, ich bringe dir gute Neuigkeiten. Wir führen jetzt seltene Samen in unseren Laden. Da hast du sicher Interesse, nicht wahr? Komm mal vorbei und sieh dir an. Siehst dir an, ich warte auf dich. Das heißt, man kriegt tatsächlich nach dem ersten Jahr nochmal intensivere Samen. Weil ich habe tatsächlich erst bei der Vorarbeit für diesen Part, habe ich tatsächlich eben wieder einiges an Feldarbeit geleistet und habe jetzt, wenn ich es richtig sehe, Stufe 9? Ja, Feldarbeit Stufe 9. Hier, Qualität von Feldfrüchten enorm erhöht. Feldarbeit verbraucht braucht viel weniger Energie, flächendeckende Säen von Samen möglich. Okay, eben, also ich habe echt ordentlich zugelegt in dieser Stufe hier mit Feldarbeit. Und von dem her könnte das der Grund sein, warum ich jetzt hier eine bessere Ausgangssituation mit den Samen habe. Freut mich doch. Ja. Haben wir ein bisschen was dazu gewonnen. Ist doch schön. Aber ich finde es halt ein bisschen krass, dass es so lange dauert. Bis die seltenen Samen kommen. Oder? Wenig? Naja. Jedenfalls bin ich jetzt Sakuna. Ich hoffe, euch gefällt das Outfit. Ich habe heute ein ganz, ganz schwieriges Thema für euch, über das wir reden können. Und ich werde euch noch zeigen, was ich heute noch vorhabe, beziehungsweise was ich noch zeigen wollte, was ich schon vorbereitet habe. Aber das Thema ist, dass mir jetzt bei einem anderen Let's Player, bei dem ich immer wieder schaue, ich sage euch auch gerne, wer es ist. Ich gucke bei ihm immer gerne mal Baldo an, weil ich das Gefühl habe, wenn ich mal nie weiterkomme bei Baldo, dann kann ich bei ihm vielleicht mir ein paar Tipps holen. Aber ich spoilere mich nur in der Hinsicht, in der es wirklich vertretbar ist für mich persönlich. Jeder hat ja sein eigenes Empfinden, was jetzt Spoiler ist und was nicht. Und zwar beim Troplay, da gucke ich immer mal wieder nach. Und der hat tatsächlich ein System gehabt, oder beziehungsweise hat er immer noch, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, dass ich selber mal überlegt hatte, bei mir eventuell in Betracht zu ziehen. Und zwar geht es um das Thema Mitgliedschaften des Kanals und deren Besonderheiten. Es gibt auf YouTube die Möglichkeit, für Mitglieder des Kanals, also diejenigen, die halt eine kostenpflichtige Mitgliedschaft an deinem Kanal abgeschlossen haben, das könntet ihr rein theoretisch machen, um mich zu unterstützen. Habe ich ja immer freiwillig gehalten und würde ich jetzt auch in Zukunft immer freiwillig halten. Aber es stinkt so ein kleines bisschen, weil ich ja gerade keine Livestreams mehr mache. Für die Leute war es halt immer so ein Punkt, ja, wenn der Toffi livestreamt, dann sieht man, dass ich ihn unterstütze, ich kann mit ihm interagieren, er sieht, dass ich ihn unterstütze und das ist immer eine schöne Sache. Und ja, damit, wenn er jetzt halt nicht live streamt, dann ist es halt schade, weil er halt es nicht wirklich erkennen kann, dass ich ihn jetzt gerade unterstütze, so nach dem Motto, ne? Das heißt, es gibt aber trotzdem noch Leute, die meinen Kanal tatsächlich noch weiterhin mit Mitgliedschaften unterstützen. Das könnt ihr immer daran erkennen, dass wenn in den Kommentaren was von diesen Leuten geschrieben wird, dass die immer so ein kleines Herzchen vor dem Namen haben. Dieses kleine MLG-Herz, was ich dann mal eingeführt habe. Das ist das Zeichen für diejenigen, die halt eben mich mit einer kleinen, kostenpflichtigen Mitgliedschaft unterstützen, meine Videos und mein Content und so weiter und so fort. Und daran kann man das erkennen. Und die gucken jetzt quasi in die Röhre. Sie unterstützen mich einerseits, ja, aber sie haben halt eben keinerlei wirkliche
Leistungen oder sowas. Also sie haben keine, also ich glaube, es gibt rein theoretisch die Möglichkeit, im Livestreams noch besondere Emotes zu verwenden, die ich vorher einprogrammieren kann, also einsenden kann bei YouTube. Dann sind dann mein Gesicht, ich glaube, 3 verschiedene Emotes mit meinem Gesicht sind das oder sowas, wo ich eine komische Grimassen mache, die können sie halt verwenden. Das war das Einzige, was sie bisher dann halt wirklich nutzen können, konnten. Und da habe ich dann halt, nee, nicht stark, ich muss jetzt das Ding hier rausholen. So. Und das haben sie bisher halt eben machen können. Im Livestream. Da jetzt aber keine Livestreams da sind, habe ich mir schon immer so ein bisschen gedacht, was ist denn für diejenigen, die mich halt wirklich unterstützen? Ich würde denen gerne was zurückgeben. Ich weiß allerdings noch nicht ganz genau, was ich ihnen zurückgeben kann. Und da habe ich eben bei Trollplay, um jetzt dem ganzen langen Gelaber, was ich gemacht habe, endlich mal einen Sinn zu geben, bei Trollplay habe ich gesehen, dass er tatsächlich eine Art Dankeschön für diese Mitglieder gemacht hat, indem er Let's Plays oder Videos exklusiv für diese Leute gemacht hat. Für die Leute, die ihn kostenpflichtig unterstützen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Das hat er auf jeden Fall eine Weile lang so gemacht. Das habe ich in seinem Kanal-Trailer gesehen. Da hat er das auf jeden Fall eine Weile lang so gemacht. Und einerseits finde ich das ganz cool als Dankeschön, wirklich für diejenigen, die mich wirklich unterstützen. Andererseits gibt es ja auch diejenigen, die es halt einfach gerne wollen, aber vielleicht nicht können. Also es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, ich würde dich ja gerne unterstützen, wenn ich das Geld oder die Mittel hätte, habe ich aber nicht. Und deswegen kann ich dich nur unterstützen, indem ich einfach deine Videos schaue, was für mich auch eine Riesenunterstützung ist. Deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten und würde da gerne mal eure Meinung wissen. Fändet ihr es fair, wenn ich gewisse Videos für genau diese Leute zur Verfügung stelle, die mich halt eben als Dankeschön dafür, dass sie mich unterstützen? Weil ich meine, irgendwie muss man doch, man muss doch irgendwie Danke sagen, oder? Natürlich ist es, warte mal kurz. So. Natürlich ist es unfair denjenigen gegenüber, die halt, die es halt nicht können, aber gerne wollen. Aber trotzdem muss man doch Danke sagen. Das ist, als wenn ein Mensch spendet irgendwo. Beispielsweise eine schöne Einrichtung, eine gemeinnützige Einrichtung. Und ein Mensch geht hin und spendet etwas. So, und kriegt als Dankeschön eine Plakette, wo drauf steht, vielen Dank für die Spende. Ein anderer hätte gerne gespendet, hat aber vielleicht nicht das Geld dazu, hätte aber gerne gespendet und ist jetzt sauer auf denjenigen, der die Plakette hat. Hätte auch gerne so eine Plakette. Aber das ist ja eigentlich nur fair, weil derjenige hat es halt wirklich, der hat halt wirklich eine Belohnung verdient dafür, dass derjenige eine Unterstützung für jemanden gewesen ist. Egal für was. Und da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Einerseits will ich den Leuten nicht vor den Kopf stoßen, die halt eben nicht die Möglichkeit haben. Und andererseits will ich aber auch den Leuten ein großes Dankeschön sagen, dass sie mich unterstützen. Und wie soll ich sonst Dankeschön sagen, außer dass ich halt immer wieder mit Worten Dankeschön sage? Aber irgendwie reicht mir das nicht. Das war bisher ja immer der Fall. Ich habe mit Worten immer Danke gesagt, aber ich würde den Leuten gern auch was zurückgeben dafür, dass sie mich unterstützen, weißt du? Ich bin da echt zwiegespalten, bin da echt auf eure Meinung gespannt, wie ihr das seht. Würdet ihr das jetzt befürworten? Würdet ihr sagen, nee, Toffi, komm, das ist jetzt echt gemein gegenüber denjenigen, die es halt gerne würden, aber nicht können? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen. Und vor allen Dingen habe ich auch noch gar nicht entschieden, für den Fall, dass ich es so machen würde, hätte ich auch noch gar nicht entschieden, was ich zur Verfügung stelle. Vielleicht ist das für den einen oder anderen auch total irrelevant, dass man sagt, ja gut, juckt mich gar nicht. Kannst du gerne machen für diejenigen, die eine Mitgliedschaft auf deinem Kanal haben, aber juckt mich persönlich überhaupt nicht, weil interessiert mich nicht das Video oder sowas, keine Ahnung. Es würde weiterhin, also um euch jetzt mal klar zu machen, wie das Ganze ablaufen würde, was auf jeden Fall stattfinden würde, ist, ich würde weiterhin den Content, den ich jetzt sowieso schon auf dem Kanal gebracht habe, Story of Seasons, hier Hot Wheels, alles Aktuelle, alles was aktuell hier läuft, würde ich sowieso wieder frei zugänglich für jeden machen. Aber gewisse Sachen, die ich mir noch überlegen muss, könnten dann vielleicht für Mitglieder exclusive sein. Nicht allzu viel, einfach ein kleines Dankeschön. So, wo sind jetzt die besseren Sachen? Hier zum Beispiel Knoblauchsamen. Und soll man die mal. Aber der Frühling ist schon fast vorbei. Die kann ich jetzt gar nicht mehr pflanzen. Oder beziehungsweise ich kann sie schon nach 8 Tagen. Ach du Scheiße.
Das war's schon? Da, hier, Reissetzling. Natürlich kann ich Reis machen. Mann. Also Sakuna. Ich bin Sakuna, ich muss jetzt eigentlich Reis machen, ne? Ja, auf Rise and Rule. Muss ich jetzt aber den Reis ruinieren, oder? Weil sonst macht es keinen Sinn. Der Titel macht dann sonst keinen Sinn. So, ich gehe mal wieder zu meiner Blair. Ich rede mittlerweile schon gar nicht mehr jeden Tag mit Laura. Ich versuche ein bisschen die kalte Schulter zu zeigen. Irgendwie muss man ja deutlich machen, dass man ein bisschen enttäuscht ist. Das Wetter heute ist großartig. Ich für meinen Teil werde das so richtig ausnutzen. Indem du hier drinne hockst. Ja, das ist natürlich sehr, sehr logisch. Oh, cool. Wie sieht's denn bei dir aus mit der Liebe? Okay, wir haben 8 Herz, ne? 2, 4, 6, 8, genau. 2 fehlen noch. Dauert noch ein bisschen, dauert noch ein bisschen. In der Zwischenzeit, ach komm, soll man doch noch mal mit Laura reden? Aber ich, tatsächlich auch in den Vorbereitungen quatsche ich immer wieder mit ihr, es bringt nichts. Es bringt rein gar nichts. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch schon nochmal zwischenzeitlich bei ihr zu Hause gewesen und habe versucht, ihren Antrag zu machen oder eine besondere Begegnung zu provozieren. Nein, es ist nicht möglich. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Jetzt sehe ich sogar anders aus. Das habe ich sogar hübsch gemacht für sie. Vielleicht steht sie auf dieses Outfit, habe ich gedacht. Nein, tut sie nicht. Es ist frustrierend. Keine Belohnungen. Auch frustrierend. Festes Garn. Das habe ich, glaube ich, gar nicht. Ne? Ups. Dann kann ich das auch nicht abgeben. Naja. Was habe ich sonst noch gemacht? Ich werde euch jetzt eine Kleinigkeit zeigen. Ich habe nämlich mal wieder meine kleinen Gnome genutzt und habe dafür etwas ganz Besonderes freigeschaltet. Beziehungsweise Reittier, da, ne? Du kannst es nirgendwo unterbringen. Ah, shit. Ich dachte, ich kann es euch wenigstens zeigen. Ich habe ein Einhorn freigeschaltet. Ich habe ein Einhorn freigeschaltet. Okay, ich kann die Hühner kaufen. Hühnersystem oder nee, egal. Das heißt, wir müssen uns nächstes auf jeden Fall unbedingt den Stall fertig machen. Da können wir nochmal kurz hingehen, um zu gucken, was wir wirklich dafür benötigen. Ich bin schon dabei. Aber ich habe echt, wie ihr gerade eben schon gesehen habt, ich wollte nochmal ganz kurz drauf eingehen, wenn wir nochmal dran vorbeilaufen. Ich habe tatsächlich jetzt fast alle Maschinen oder ich glaube sogar wirklich alle Maschinen mindestens einmal gebaut, die ich bisher freigeschalten habe und habe sie hier so ein bisschen aufgestellt und bin am Überlegen bzw. am Austesten, was ich so alles machen kann. Hier, die ist neu, hier mit Sojasauce und so, hier mit Käse, da, hier und so weiter und so fort. Also ich habe wirklich alle Maschinen hier mal so laufen lassen, damit wir das einfach auch mal gemacht haben. Dient aber jetzt nicht dem größeren Zweck oder so. Und übrigens, danke nochmal, in den Kommentaren stand, welche Blumen ich hier verwenden kann. Vielen Dank für den Kommentar. Jetzt kann ich hier auch endlich die Bienchen im Bienenstock anlocken oder nähren oder wie auch immer. Und hier oben wäre unser Stall, wenn wir den denn irgendwann mal fertig kriegen. Ich schreibe mir das mal auf, was wir brauchen. Hier ist mein tolles Zettelchen. Wir brauchen 50 Bauholz. Das ist auch wieder ganz, das ist so wahnsinnig viel, ne? Das ist echt, da braucht man wirklich Jahre für, habe ich das Gefühl. Hartes Bauholz 40. Hartes Bauholz 40 und 30 biegsames Holz. Bauholz. Biegsames Bauholz. 30, 40, 50. Mal gucken, wie viel wir davon schon haben. Gucken wir mal. Und dann muss ich mir unbedingt ein Einhorn holen. Ihr könnt euch schon mal einen Namen überlegen für das Einhorn. Ich glaube nicht, dass wir es heute schaffen, das Einhorn jetzt schon zu bekommen, heute. Ihr dürft euch schon mal einen Namen überlegen. Habe ich die Hühner rausgelassen? Ja. Jetzt kommt nicht mit Einhorn oder so. Hörnchen. Hörnchen. So. Okay. Hier kann ich noch Eier machen, genau. Sehr gut. Was verkaufe ich noch?
Ah, stimmt, ich wollte Mayonnaise und sowas wollte ich mal ein bisschen auf, weil wir wollten das, ich wollte ja auch kochen weiterhin. Deswegen sowas wie Mayonnaise und Butter und so wollte ich eigentlich nicht mehr verkaufen in nächster Zeit, weil ich das dann fürs Kochen verwenden möchte. Wenn das Thema Kochen wieder ein bisschen intensiver wird. Ich weiß ja nicht, wie lange wir noch spielen, aber wenn wir noch lange spielen sollten, dann will ich auf jeden Fall mehr kochen. Deswegen sammle ich jetzt gerade ein bisschen Ingredients zum Kochen. Und Mayonnaise und Ding wird, denke ich mal, dazugehören, oder? So, Achtung. Wir haben, was haben wir hier? Da haben wir doch Holz. Das ist robustes Bauholz. Das brauche ich gar nicht, okay. Da ist kein Bauholz drin. Da ist welches? Es ist biegsames Bauholz. 30. Okay, davon haben wir auf jeden Fall 182. Okay, also das heißt, das kann ich schon mal durchstreichen. Das haben wir. 40 hartes Bauholz. So. Ja, das haben wir auch. Schupp. Und 50 Bauholz. Das haben wir auch. Perfekt. Alles durchgestrichen. Wir haben alles. Auf geht's zum Einhorn-Platz. Stall. Ja, das ist nämlich eins, was ich wirklich noch machen wollte. Ich weiß nicht, zu dem hier oben, ob wir dazu noch kommen. Zu dem hier. Ich zweifle es ehrlich gesagt. Wie heißt das nochmal? Verkommene Hydrokultur. Ich weiß nicht, ob wir dazu noch kommen. Ein Stall. Und jetzt kann ich ja doch schon einholen. Ich dachte eigentlich, wir brauchen noch was dafür. Wie nenne ich denn die Einrichtung? Zweirichtung. Oh, wegen Einrichtung, verstanden? Nee. Das ist ein Stall. Okay, warte mal. Stall, Pferd. Reittier, Nutztier, Stall. Karstenstall, Stall. Woher kenne ich den Namen? Keine Ahnung. Stall dich nicht so an. Och Mann, nein. Ja. Lasagne. Eine Anspielung auf die damalige Situation, in der bei einem Discounter war es, glaube ich, Pferdefleisch verwendet worden ist, um Lasagne zu verarbeiten. Warum Pferdefleisch? Weil es kranke Pferde gewesen sind. Dies war günstiger, das Pferdefleisch. Und das wurde tatsächlich als Lasagne verarbeitet. Und drauf stand aber nicht, dass es Pferdefleisch ist. Schon gar nicht krankes Pferdefleisch. Deswegen habe ich es Lasagne genannt. Eine Hommage an den damaligen Skandal, damit er uns immer im Kopf bleibt und man sich immer wieder vor Augen hält, dass man nicht alles glauben darf, was man heutzutage gesagt bekommt. Ha. Jetzt kannst du dir ein Pferd zulegen oder ein Einhorn. Pferde sind genügsam, also musst du sie nicht füttern oder streicheln. Aber bedanke dich auf jeden Fall bei ihnen, wenn du einen Ausritt machst. Sehr schön. Dich kann ich auf jeden Fall schon mal zähmen, oder? Ich tätschle es erstmal den Hintern und dann kann ich dich zähmen. Zur richtigen Einrichtung bringen. Bewegen. Nenne ich dich jetzt Lasagne Ingredient oder was? Nur ein Pferd? Nee, aber dann nicht. Nö, ich will ein Einhorn. Ich will kein stinknormales Popelpferd. Entschuldigung, aber dieses Pferd ist es. Das ist ein dahergelaufenes Pferd ist mir nicht wichtig. Ich will ein Einhorn. Das ist unique. Deswegen heißt es ja auch Unicorn. Das ist besonders. Das ist so stinkig. Oder auch noch braun, weißt du? 0850er geht's gar. 15er geht's gar nicht. Braunes Pferd. So. Reittier kaufen. Du hast keine Tiere zum Aufziehen. Hä? Willst du mich verarschen? Du hast keine Tiere zum Aufziehen? Bin ich jetzt bescheuert? Ein Reittier kauf. Ich habe jetzt den Stall gebaut. Du hast keine Tiere zum Aufziehen.
Suche welche auf deinem Hof. Aber was bringt's mir? Dann habe ich doch ein Tier. Da brauchst du keins mehr kaufen. Soll die mein Einhorn adoptieren oder was? Brauche ich eine Pflegemutter für mein Einhorn oder was? Dass das Horn regelmäßig mit Vaseline einschmiert oder wie? Damit es keine brüchigen Stellen kriegt. Was soll denn der Mist? Oder bin ich jetzt ein bisschen blöd im Kopf? Denke ich jetzt falsch? Ich habe einen Stall. Und in diesen Stall möchte ich ein Reittier packen. Das heißt, ich gehe zum Reittiershop und hole mir ein Pferd oder ähnliches für meinen Stall. Ich muss ein Pferd besitzen, um ein Pferd zu kaufen? Das macht keinen Sinn. Das ist jetzt echt mega abstrus. Je länger ich drüber nachdenke, umso dämlicher wird's. Okay. Na gut, dann muss ich doch das Pferd nehmen, was da rumsteht. Ich weiß nicht, wenn ich das Pferd gezähmt habe oder so. Warte mal, was ist denn, wenn ich hier jetzt drauf gehe? Einrichtung abbauen. Gut, ich kann die abbauen. Alle Gegenstände gehen von... Ja gut, da war ja nichts drin. Ich könnte es irgendwo anders hinstellen. Hier zum Beispiel. Oder so. Warte. Wo ist es? So. Ja, jetzt heißt es halt trotzdem noch Lasagne. Ja, also... Falls ich irgendwas falsch interpretiert habe, könnt ihr es mir gerne mal sagen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das jetzt vom Spiel her irgendwie falsch gemacht ist, oder? Hinweise anzeigen. Lasagne. Da passt ein Reittier rein, aber... Okay, versuchen wir es mal anders. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Tier und zähme es. Ein braunes Pferd. Und ich nenne es... Testobjekt. Weil ich es nicht... Ich möchte es nicht zu sehr in mein Herz schließen. Deswegen nenne ich es nur Testobjekt. Weil es eigentlich gar nicht da sein soll. Ich will ja eigentlich ein anderes Tier haben. Pferdereiten. Mit einem Pferd bist du viel schneller unterwegs. Aber mit einem Roller noch schneller, oder? Wenn du absteigen willst, drück einfach B. Ja! Ich reite mit diesem Reittier jetzt zum Shop und biete einen Tauschhandel an. Möchten Sie ein Testobjekt gegen ein Einhorn tauschen? Da bin ich mal geritten wenigstens. Da haben wir das auch mal abgehakt. Guck mal, Nicole. Die ist ganz süß. Die kleine Nicole. Ja, ich weiß, es kommt von Nicole. Das Foto. Schon klar. So, jetzt ist da zu, ne? Jetzt ist da... Ja, okay, ich kann da nicht mehr rein. Das müssen wir am nächsten Tag nochmal probieren, aber ich... Ja, das ist halt Schwachsinn. Testobjekt, bleib mal hier. Nein, komm, ich nehme dich mit. Du bist ein süßes Testobjekt. Ich hab dich eigentlich auch ganz lieb. Nein, guck, ich sag ja, jetzt ist die Bindung auf einmal da. Das soll nicht passieren. Wir wollen uns nicht zu stark an Testobjekt binden. Das darf nicht passieren. Ich muss jetzt den Hof schöner. Ich muss mich ablenken mit Feldarbeit. Sonst endet das Ganze hier in einer Katastrophe. Nicht, dass ich auf einmal sage, ja gut, Pferd, komm mit nach Hause. Darfst bei mir auch im Bett schlafen oder sowas. Ich sage ja, dann artet's aus. Nur ein Einhorn darf bei mir im Bett schlafen. Oh Gott. Ja, gut. Was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Nee, also das Thema, was wir heute besprochen haben, auf jeden Fall ernst nehmen. Ich meine das als definitiv als ernstes Thema und nicht als Spaß oder irgendwie sowas. Gerade an diejenigen, die mich unterstützen. Also falls diejenigen das hier auch sehen. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es auch einige Leute gibt, die mich... dass es einige Leute gibt, die mich unterstützen, aber vielleicht jetzt dieses Let's Play nicht gucken. Aber halt, falls jemand von den Unterstützern dieses Let's Play guckt. Wie seht ihr das? Fändet ihr es fair euch gegenüber? Oder beziehungsweise freut ihr euch? Wahrscheinlich schon. Oder sagt ihr euch so, nee, ich find's, ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn diejenigen, die halt eben...
mich nicht unterstützen können, aus Gründen, wie, aus welchen Gründen auch immer, wenn die halt eben in die Röhre gucken müssten. Das wäre echt mal interessant zu wissen. So. Ich hätte die Butter noch gar nicht abgegeben. Butter! Hier. Oder wo? Ich habe gar keinen Platz mehr. Ich hätte noch ein bisschen Platz. Und zwar in der Kiste hier vorne. Da habe ich noch gar nichts reingepackt. Da muss ich auch endlich mal was reinpacken. Hier. So. Soja. Genau. Nee, nicht Soja. Okay, gut. Dann mache ich hier noch ein bisschen Feldarbeit, mache hier noch die Farm hübsch und bedanke mich schon mal für die Kommentare zu diesem wichtigen Thema. Wie gesagt, ich bin selbst noch unentschlossen. Ihr könnt mitentscheiden. Ich sage nicht, dass es aufgrund von euren Aussagen jetzt dafür oder dagegen ist. Also wenn jetzt alle Leute sagen, das ist totale Scheiße, Toffi, dann hat es natürlich auch Auswirkungen auf meine Entscheidung. Aber letztendlich muss ich es ja entscheiden und ich möchte trotzdem mal gerne eure Meinung dazu wissen. Trotzdem ist es meine Entscheidung am Ende und ich denke, das könnt ihr auch akzeptieren. Ne? Also ich denke mal, die meisten von euch werden es akzeptieren, dass es letztendlich meine Entscheidung ist, wie ich es mache. Und ich bin ja eh schon am Überlegen, wie ich das ganze Thema der alten Let's Plays, es gibt auch alte Let's Plays, die ich auf dem alten Kanal hatte oder so, oder Videos, die ich nie rausgebracht habe, Let's Plays tatsächlich, die ich nie rausgebracht habe, und nur um ein paar Beispiele zu nennen, The Last of Us habe ich als Let's Play aufgenommen, habe ich nie rausgebracht, Red Dead Redemption 2 habe ich komplett durchgespielt, die Story, habe ich nie als Let's Play rausgebracht, habe aber alles aufgenommen. Und noch viele, viele andere Sachen. Das sind jetzt zwei PlayStation-Sachen, die ich halt auf... Bei PlayStation mache ich eher weniger auf meinen Kanal, weil ich immer das Gefühl habe, das hat hier nicht so viel Platz. PlayStation-Sachen sind eher weniger gefragt auf meinem Kanal oder vor allen Dingen gerade die etwas ernsteren Spiele, die ein bisschen, ja so ab 18 Spiele oder so, die sind eher weniger auf meinem Kanal. Oder hier die Horror-Games, Man of Medan und Little Hope habe ich auch komplett durchgespielt und nicht auf den Kanal gebracht. Oder vielleicht hatte ich es mal auf dem Kanal, aber wieder runter oder wie auch immer. Irgendwie war da sowas. Ja. Wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen. Und das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und das nächste Mal gucken wir einfach mal. Eigentlich wollte ich noch zusätzlich was anderes machen. Ich sage euch jetzt mal, was wir nächstes Mal tun. Und zwar ist mir aufgefallen, ich habe hier noch ein paar Deko-Artikel. Das wollte ich heute eigentlich machen, kam ich jetzt nicht mehr dazu. Zum Beispiel hier den hier. Oder das da. Oder hier Tische oder hier Laternen und so. Ich will nächstes Mal ein kleines bisschen dekorieren. Hauptsächlich den Außenbereich. Den Innenbereich könnten wir rein theoretisch auch dekorieren. Aber ich würde gerne mal mit dem Außenbereich anfangen, so ein kleines bisschen hübscher zu machen. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn wir da mal ein kleines bisschen das Ganze hier ein bisschen aufmotzen. Vielleicht mag Laura ja dann eher mit mir verheiratet sein, wenn sie sieht, was ich für einen besonderen Geschmack habe. Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Story of Seasons wieder. Macht's gut. Tschüss.